Was ist, Leute, hier ist wieder Drake Lattice mit Let's Play Assassin's Creed 3. Part 2 sind wir inzwischen, also Folge 2. Und wir sehen mal, was wir hinter der Tür haben. Wir haben ein goldenes Ziel, das auf der anderen Seite gegenüber auf einer Loge sitzt. Ich glaube, wir können nochmal hingucken. Genau da gegenüber irgendwo müsste die Wurst sitzen. Da, auf der höchsten Ebene, glaube ich. Und wir wollen dahin stalzieren. Wir müssen ihn nämlich von hinten assassinieren. Wie man so schön sagt, aus die Frankreich, wo ich herkomme. Hä? Helmutkreis drehen, um den richtigen Winkel zu finden. Dann Spannung halten. Bedeutet also... Okay. Interessant. Und dann mit R drehen. Das ist mal schlecht eröffnen. Warte mal, eher im Kreis drin, um den richtigen Winkel zu finden, dann Haken in Position halten. Richtiger Winkel vielleicht so? Ich hab ihn noch nicht. Okay, jetzt. Und dann R1 wiederholt drücken. So. Schlösser öffnen. Nett. Das Feature gefällt mir. Ach, da haben wir wieder diesen typischen Sprungpunkt. Haben wir hier noch was? Nö. Okay. Genieß die Landschaft. Oh nö, das fällt doch runter. Komm. Habe ich es nicht gesagt? Naja. Es ist tief genug. Aha. Alkohol wird die Wangen röten. Was? Ihr müsst nämlich wissen, ich habe mein Leben lang rote Wangen. Was hat das zu bedeuten? Okay. Endlich habe ich eine Erklärung. Sonne, Mond und Sterne. Ja, das sieht man gerne. Ach, die übersetzen wirklich, was die da reden. Was die auf Englisch reden. Man kann es auch gerne auf Englisch lassen. Finde ich aber auch geil, dass die dann einfach Englisch reden und nicht Deutsch. Aber das haben sie in Assassin's Creed gerne mal hin und wieder gemacht. Nur meistens nicht. Also jetzt sehe ich überwiegend englische Sprache in diesem Stück. Da ist er. Sie gestatten, Mister. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Dass es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Wirklich. Der hat mega Glubschaugen. Jo. Alter. Meine Damen. Wehe, wenn ihr anfangt zu schreien. Ich weiß, an wen ich mich wenden muss. Ich weiß, wer der Nächste sein wird. Oder die. Opernhaus verlassen. Schöne Geb... Ich sagte doch nicht schreien! Gott verdammt! Das war so klar! Der da? Ja, sie können auch gar nicht wissen, wer es war. Solange wir ruhig bleiben, werden wir nicht entdeckt. Halten Sie X gedrückt, um schneller zu gehen. Ja, ja, und die Leute zur Seite zu stoßen. Muss ich denn jetzt schnell? Darf ich mal? Danke. Nur noch ein paar Meter. Ja, genau. Neben dem Mörder. Wenn der wüsste. Ein Mörder. Ich bleibe, wo es sicher ist. Der Mörder steht direkt hinter ihm. So bewahrt doch Ruhe. Tut ihr es doch. Ihr seid der Einzige, der hier rumschreit. Also wirklich, ihr braucht nicht so in Panik auszubrechen. Das war ein gezieltes Attentat. Kein Bombenanschlag oder sowas. Hm. Zum Glück nehmen sie sich die Falschen zur Brust. Mein Glück. Wir gehen mal ein klein wenig schneller.
Ich kenne noch jemanden, der das gesagt hat. Beruhigt euch vorher. Eher lasse ich euch nicht raus. Oh nein, es desynchronisiert sich alles da draußen. Es ist kein Wunder, dass die da, dass da ein bisschen eng ist und sie dort, naja. Los geht's. Danke. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Aber die Pointe war gut. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Was hat das damit auf sich? Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Boah. Deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Das ist Connors Vater. Geht nun, Hayfen, und gereicht uns zur Ehre. Hayfen Kenway. Der Vater von Connor Kenway. Also, wisst ihr noch, wo ich Bohr gesagt habe? War ja erst vor circa einer Minute. Da war so ein Typ hinten links. Der war so schwarz. Der sah richtig gruselig aus. Alter. Muss man ja mal sagen. So, die Mission haben wir beendet. Alles Weitere erfordert dann wohl einen Gebietswechsel, den wir jetzt gerade synchronisieren, hä? Alter, diese Scherben. Diese Scherben sehen so geil aus. Und dieses Ausrufezeichen, wie so da Blitz entsteht. Nee. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in Euphorie geraten. Atlantischer Ozean, Tag 2. Ein Talent, das er von Ezio gelernt hat. Das frische Luft wird gut. Auf das Oberdeck gehen. Ich finde ja diese Seefahrermusik ganz neckisch. Und überhaupt, was haben wir hier alles noch? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Wie gesagt, wir sind nicht auf Fortschritt aus. Wir werden in diesem Let's Play sehr, 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 sehr viel rumdaddeln. Es könnte sogar 200 Parts haben. Es wäre mir egal. Solange wir viel von diesem Spiel mitnehmen. Und ich hoffe, auch ihr wollt es so. Andernfalls, muss ich sagen, muss ich euch enttäuschen. Denn das ist mein Wunsch. Und dieser Wunsch geht, was die Gestaltung dieses Let's Plays geht, doch über deinen Zuschauerwünschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dies auch euren Wünschen gerecht sein wird. Bisher habt ihr euch nie beschwert. Nicht wirklich. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich eine ziemlich gute Community. Eine ziemlich gute, richtig. Hi. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso.
Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Gewohnheit, würde ich mal sagen. So. Das war von Anfang an nicht unser Ziel, aber guck mal, wir haben einen Dialog mitgenommen. Einen Dialog, den es vielleicht, bei dem es einige gar nicht erst geschafft haben, den zu entdecken, würde ich mal sagen. Ach ja. Und hier, du. Du hast auch was. Ein Spiel spielen? Gerne. Ich meine, ist nicht so, als wäre das schon ein Let's Play. Okay, was haben wir denn da? Kameratyp ändern mit L1, mit Dreieck verlassen, mit Kreis abbrechen, mit X auswählen und mit links bewegen. Den ersten Zug machen? Ja. Spiel starten? Ja. Benutzen Sie den Auswahlcursor, das kann ich nicht gut lesen, um Steine entlang der Linie auf dem... Hatte ich schon seit einer Woche. Deswegen habe ich so lange drauf gewartet. Entschuldigt das, da muss ich mal kurz was rausschneiden. Jetzt habe ich allerdings... Jetzt weiß ich nicht, was ich tun muss. So. Kann ich den irgendwie dahin bewegen? Oder so? Taktische Ansicht. Ja, spielen wir einfach mal ein Spiel. Ich glaube, der ist möglich und kann dahin bewegt werden. Ah, ja. Ich kenne dieses Spiel nicht. Ich weiß, das ist Dame oder nicht? Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Ja. Vielleicht kann ich taktisch doch noch etwas rumreißen. Wir können es nur entlang der Linien bewegen. Da wäre von dem nach dorthin doch etwas möglich, oder nicht? Wir könnten noch dahin gehen. Aber was ist, wenn wir mit dem die Ecke nehmen? Was passiert dann? Mhm. Was machst du jetzt? Der kann sich mehrere Male bewegen. Aha. Ja, der gewinnt gerade. Definitiv. Egal wie er es macht. Nehmen wir den. Entfernen Sie so die gegnerischen Steine, bis keine weiteren Züge mehr möglich sind. Das wäre dann hier. Tja, da habe ich meinen Zug wohl vertan. Der hat viel mehr von mir mitgenommen, als ich von ihm. Hm, ist auch logisch. Ich kenne das Spiel nicht mal. Ah, jetzt habe ich die Regeln leider nicht lesen können, aber macht doch gar nichts. So, vielen Dank. Ist aber relativ egal, wenn man bedenkt, dass ich hier gerade... So, wie wär's damit? Da kann ich also nicht hin. Ich kapiere schon, dass ich alles in einer Linie irgendwie wegmachen kann. Mit jedem weiteren Zug kann ich etwas Neues wegmachen, solange ich einen Stein entfernen kann. Das könnt ihr ruhig haben. Oder so. Aber dass ich verlieren werde, das ist schon wie in Stein gemeißelt. So. Den auswählen. So hin. Mehr geht da nicht. Waren drei Stück. Okay. Dich dorthin? Aus irgendeinem Grund hat das gar nichts gebracht. Na doll.
Ich bin zu dämlich, die Regeln zu kapieren. So, dich dahin. Das erlaubt mir, den da unten nicht mitzunehmen. Vielen Dank. So. Jetzt. Ich muss einen Abstand zu dem haben, oder wie? Wenn ich den nehme und dorthin bewege, kriege ich den linken? Nicht. Aber er kriegt mich, ja? Okay, das war jetzt eine sehr pixelige Hand, oder? Tja, zwei Steine gegen fünf. Lief aber besser, als ich dachte. Dennoch habe ich keine Taktik da drin. Oder überhaupt Verständnis von dem Spiel. Also, ehrenwerter Sieg an dich. Wer auch immer du bist. Macht nichts. Verloren, verloren. Ist jetzt auch egal. Immer noch auf das Oberdeck gehen, aber haben wir noch irgendwas, was wir rumdaddeln können? So. Hier, hier, hier. Oh, ja stimmt. Die neueste Neuerung in Assassin's Creed. Rumlaufende Tiere. Schweine, Schafe, Ziegen. Ja. Das hat gefehlt. Ach, hier haben wir noch. Das ist ein Trinkspiel, oder? Ich glaube, das können wir auch noch machen. So, das Mühlenspiel. Das ist doch das Mühlenspiel, Cowboy-Schach. Das ist dasselbe, oder? Nee, das ist das andere. Können wir mal probieren. So. Also, das Mühlenspiel geht mindestens auf die Zeit der alten Römer zurück. Der amerikanische, amerikanische Variante Nine Man's Morris. Dort, wird dort oft auch Cowboy-Schach genannt. Es wird auf einem Spielbrett mit 9 Steinen pro Spieler gespielt. Die Spieler setzen oder zielen abwechselnd und versuchen, 3 Steine in einer Reihe anzuordnen, damit sie das Recht, damit das Recht zu erhalten, einen gegnerischen Stein zu entfernen. So. Ziel. Wow. Regeln. Warte mal. Ziel. Schlagen Sie die Steine Ihres Gegners, bis dieser nur noch 2 Steine übrig hat, oder blockieren Sie, Sie seine Steine so, dass er nicht mehr ziehen kann. Regeln. Die Bildung einer Mühle kann ein gegnerischer bei der Bildung einer Mühle kann ein gegnerischer Stein entfernt werden. Eine Mühle besteht aus 3 eigenen Steinen, die in einer geraden Reihe stehen. Ach so, ja, ja. Wenn eine Mühle gebildet wird, kann ein beliebiger gegnerischer Stein entfernt werden, der nicht ebenfalls Teil einer Mühle ist. Setzphasen. Ein Spieler setzt abwechselnd ihre Steine auf die leeren Felder auf das Spielfeld. Zugphasen. Die Spieler ziehen abwechselnd mit einem beliebigen Stein auf ein jeweils benachbartes Feld. Mann, jetzt kann ich nicht reden, lesen und so weiter. Sprungphase. Wenn ein Spieler nur noch 3 Steine hat, darf er mit ihnen auf beliebige leere Felder auf dem Brett springen. Okay. Im Prinzip selbe Steuerung. Den ersten Zug mache ich. Spiel starten. Also ich würde sagen, den ersten setzen wir hier hin. Könnte eine gute Strategie sein. Keine Ahnung. Ich habe mal Mühle gespielt, aber das ist Jahre her. Yo, ho, Matrose. Machst denselben Zug? Na, das gibt mir schon mal ein bisschen Selbstsicherheit. Was wir noch haben könnten... Vielleicht hier? Kümmern wir uns um unsere. Und dann verhindert er meine. Anschließend kümmern wir uns darum, dass er hier erstmal auf keinen festen Fuß kommt. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Ich Idiot. Und wir wollen auch gerne... Wir müssen unsere vorantreiben und seine verhindern. Frage. Wie kriege ich ihn in eine Situation, wo ich sowas schaffen kann? Er hat jetzt keinen Stein und ich habe nur eine Zweierreihe. Verdammt, auf die Reihe habe ich eigentlich angezielt. Gibt mir aber die Möglichkeit, hier zu verhindern. Bitte setz nicht in die Mitte. Perfekt. Er wird wahrscheinlich seine vorantreiben. Probieren wir hier. Na, was machst du? Verdammt, war ja klar. Da müssen wir jetzt ihn verhindern, das ist hier. Logisch. Tja, was machst du jetzt? Du könntest eigentlich immer noch deine vorantreiben, möchte ich nur so meinen. Hier.
Er setzt dort in die Mitte. War ja auch klar. So, jetzt habe ich einen Stein und er hat einen Stein. Dahin. Und im Prinzip haben wir beide gar nichts erreicht. Ich Idiot. So, benutzen diese Ausfallgröße, um den Spielstein auf ein benachbartes leeres Feld zu legen. Dann ist er dann da. Ach ja, setz dich nur erstmal richtig hin. So, was mache ich jetzt? Ich kann die nicht bewegen. Den könnte ich bewegen. So. Tja. Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Das stimmt allerdings. Meine Taktik lässt zu wünschen übrig. Zwar derbstens. Er hat hier einen Stein gekriegt. Er blockiert mich, so voll es geht. Er muss den Schwarzen wandern lassen. Ich dachte eigentlich nicht den. Verdammt, ich hab da nichts. Allerdings ist da was möglich. Na, was machst du? Wusstet ihr, dass das Spiel nach meinem Nachnamen benannt ist? So. Konntet ihr auch gar nicht wissen. Ich könnte ihn einsperren, nach innen wandern lassen, aber ich komme hier auf keinen festen Fuß. Ich sehe einen großen taktischen Fehler, den ich begangen habe. Es kommt dann natürlich da nicht hin. Aber es gibt eine Möglichkeit. Wenn er nicht den dort setzt, er setzt natürlich den. So, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt raus. Das ist klar. Was auch immer er setzt, ich muss dann darauf reagieren. Natürlich. Setze ich jetzt wieder rein, macht er denselben Zug. Testen wir. Seine KI. Variiere deine Züge, komm schon. Geht doch. So. Da wir den sowieso verhindert hätten. Flup, flup. Können wir einen Stein von ihm kassieren. Was? Jetzt habe ich euch. Oh, ja. Er kann dieselbe Reihe auch zweimal benutzen. Der hat uns wirklich. Spielen wir das noch ehrenhaft zu Ende. Aber so groß können wir nichts machen. Alles, was ich bewegen kann, ist das hier. Ansonsten haben wir keine Möglichkeiten. Dafür haben wir das Spiel von Anfang an viel zu sehr verschissen. Kann man nicht anders sagen. Ich kann nur den bewegen. Das bedeutet, er kann von hier aus in die Reihe raus und dann wieder rein und so immer wieder neue... Oder so, es geht auch. Aber ich habe keine großen Chancen jetzt. Ich habe meine Mühlensteine zu sehr verbaut. Ich habe das Spiel irgendwie nicht kapiert. Ich kann jetzt hin und her bewegen und dann haben wir es. Also ihr seht schon, er hat gewonnen. Flupp. Ich glaube, dann können wir das Ganze auch abkürzen. Und verlassen. Ja, ja, wir haben das Spiel auch so verloren. Ist kein Problem, erkenne ich an. Okay. So, die Frage ist, wie weit sind wir jetzt in diesem Part? Das ist so ein Special-Part, wo wir uns einfach mal solcher Spiele gewidmet haben und 23 Minuten. Ich würde mal sagen, bevor wir nach oben gehen, sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dann.